Eine ausgeglichene Partie ist beim Duell der U21 des 1. FC Nürnberg gegen den SV Schalding-Heining zu erwarten. Die historische Bilanz beider Teams ist fast pari. Das Hinspiel am Reutinger Weg endete mit 1:1 ebenfalls Remis. Trotzdem werden sowohl die Hausern in Rot und Schwarz als auch die Niederbahn nach ihren jeweiligen 1:0 Erfolgen zuletzt heute voll auf Sieg spielen, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Und das Match begann dann vor den gut 160 Zuschauern am Pfalzner Weiher auch gleich mit einem Knalleffekt. In der 4. Minute nimmt Alexander Kurz, heute Kapitän anstelle des gelb gesperrten Markus Gallmeier, einen abgewehrten Ball mit vollem Risiko aus rund 25 Metern und wird für seinen Mut belohnt. Ein Sonntagsschuss am Samstagnachmittag beschert den Gästen die ganz frühe Führung in dieser Partie. Die Club-Youngsters brauchten einige Minuten, um sich auf die forsche Spielweise des Tabellen 16 einzustellen und kamen dann durch einen Kopfball von Kapitän David Ismail nach einer Ecke zur ersten nennenswerten Chance nach 18 Minuten. Und weiter taten sich die Hausern ziemlich schwer, bis zum Schallinger Strafraum vorzudringen. Lediglich bei Standards gab es mal den Hauch von Gefahr. Dann aber die 44. Minute. Langer Ball auf Yannick Schlösser, der kommt zu Fall. Zunächst etwas Verwirrung, doch dann entschied Schiri Simon Schreiner nach Rücksprache mit seinem Linienrichter auf 11 Meter. Die Chance also für Tim Latteier zum 1:1 und die lässt er sich auch nicht entgehen. Kurz vor dem Seitenwechsel also der Ausgleich für den Tabellenzwölften. Den Schwung aus der Schlussphase der ersten versuchten die Klubberer auch in die zweite Hälfte mit rein zu transportieren. Und das gelang auch. Zunächst knallt Ismail aus Kurzdistanz in der 53. Minute das Leder nur ans Quergebälk. Und auch die anschließende Ecke wird nochmals kreuzgefährlich. Simon Busch aber mit einer Glanzparade gegen den Kopfball von Schlösser. Schalding versuchte in der Folge das ein oder andere Mal für Entlastung zu sorgen. Deutlich gefährlicher blieben aber die Gastgeber. In der 74. Minute lässt Christopher Wähling die nächste gute Gelegenheit liegen. Danach passierte dann nicht mehr viel bis tief in die Nachspielzeit hinein. Nochmals ein Freistoß für Nürnberg durch Latteier, der wählt statt der Flanke einen kurzen Pass auf Tim Sausen und der markiert tatsächlich mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den viel umjubelten Siegtreffer. Last-Minute-Wahnsinn also am Pfalzner Weiher. Ja, ich glaube, wenn man das Siegtor in der allerletzten Sekunde schießt, dann muss man irgendwo von einem glücklichen Sieg sprechen. Diese drei Punkte tun uns unheimlich gut, das ist halt auch mal ein Fakt und deshalb, ja, wir haben viel Arbeit vor uns, aber das wusste man schon vor dem Spiel, also daran ändert dieser Sieg auch nichts. Die drei Punkte tun uns gut und ja, ab morgen geht es dann wieder weiter. Sehr starke Leistung meiner Mannschaft von Beginn an, erste Halbzeit sehr gut, haben gute Ballbesitzmomente gehabt, schossen dann mit einem tollen Tor, ein 1:0 Führungstreffer, zweite Halbzeit dann, ja, waren wir ein bisschen zu passiv, das letzte Gegentor darf natürlich so nicht fallen. Ich denke, der gegnerische Spieler hätte geschimpft gekriegt, dass er den Freistoß kurz und flach ausführt. Und es ist nur gut gegangen, weil wir da maximal gepennt haben. Und so gehen wir wieder mit leeren Händen nach Hause. Wobei wir generell eigentlich heute sehr viel an den Tag gelegt haben, was positiv war. Die Club-Youngsters feiern also erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück und springen auf Platz 10. Für den SV Schalding-Heining dagegen ein äußerst bitterer Nachmittag.